Hey Leute, hier ist Aldemar mit Schleimus Rentschuss. Ne, wir sammeln die jetzt mal nicht auf. Schleimus Rexus Maximus 2. Das Spiel. Jetzt im Handel. Okay. Also Karotten ist schon solche, ne? Pass auf, machen wir. Ne, halt. Also ich brauche Kohle. Das heißt, wir müssen erstmal füttern und Plot sammeln. Hoppelplots, Plots. Also eigentlich. Ich versuche zu denken, aber es ist gerade schwer. Eigentlich. Bin ich nicht zufrieden mit den Miezen. Vielleicht kreuzen wir wirklich die Miezen mit den Hopplern. Ich glaube, das war gar keine blöde Idee. Dann esse ich nämlich Karotten und Fleisch. Macht's gut. Oh Gott, das sieht immer so furchtbar aus, wenn die... Komm, jemals, wir machen das jetzt mal. Ich glaube, die Miezen müssen wir kreuzen. Das wird schon hinhauen, wir schaffen das. Haut rein, los, vermehrt euch! Ja, das sind halt Hoppelmiezen. Kennen wir alle. Gibt's häufig. Und dann machen wir aus den Steinleuten machen wir Honigsteine. Würde sich das anbieten? Honigsteine oder pinke Steine? Nee, Honigsteine würde sich anbieten, oder? Könnte zu hoch sein. Nee, wir müssen swimmen. Oh yeah, Alter, die sind ja auf jeden Fall... Okay, so viel Zimmer natürlich. Oh ja, sehr geil. Okay, dann sind es halt... Okay, da muss es... Aber die bleiben so, die sind cool. Ihr kommt nicht raus. Komm, ich tue euch zu den Steinchen rein. Dann haben wir das ja. Wer ausbricht, ist halt blöd. Okay. Und das sind die Hoppelmiezen. So, dann haben wir das auch. Dann haben wir jetzt schon Honigsteine, Phosphor. Ah, das wird nicht so auf Dauer funktionieren hier. Dann gehen wir jetzt mal Früchte sammeln. Oh, das ist jetzt noch leer. Das bietet sich ja an. Also das braucht ja schon ewig hier, ne? Das müssen wir pimpen. Guck mal, die können wir direkt... Ne, warte mal. Hier. Dann die blöden Häschen. Häschen-Miezen? Die heißen Miezen. Die Hasen-Miezen. Oh. Das ist der Playboy-Look überhaupt. Miezen-Bunnies. Das ist schon ein bisschen heftig hier. Aber warum nicht? Der sammelt doch automatisch die Alten. Kann man die dann raussaugen oder sind die einfach weg? Ja, dann.
alle fröhlich. Könnten die ganzen Kästen noch pimpen. Guck mal, ein Phosphorschleim ist ausgebrochen. Yeah. Also, das gibt's ja nicht. Na gut. Der nächste Ausbrecher wird aber, ne, umgebracht. Ich meine, der muss ins Paradies. Ins Paradies der Schleimis. Das ewige Paradies. Ja. Schon wieder eine Nachricht. Ah, ich habe keine Lust. Ich bin hier, um zu töten, zu erforschen. Ja gut, wir könnten Phosphorschleimis aus denen machen, ja? Dann hätten wir auch die weg. Aber von denen haben wir so viele. Ich sammle nochmal ein bisschen Pinkschleim. Und tut das in die Raffinerie. Nein, nicht dich! Ich meine Pink Plorts! Wahrscheinlich schmeißt die jetzt eher gleich weg, weil wir irgendwie Früchte sammeln. Ah. Weg mit dir, ich muss hier sammeln. Ah. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Oh, im Flug gefangen und frisst ihn auf. Ich guck nicht hin. Oh Gott. Okay. Ja, was soll ich machen? Na, oh, komm, gehen wir lieber. Und ich schmeiß das mal gerade in die Raffinerie, die Pink Plots und die Hoppelplots auch. Und die Früchte werfe ich mal gerade zu den jeweiligen Lappen. Alter, die armen Hühner. Die armen Hühner. Oh, das ist natürlich jetzt echt blöd. Ach du Scheiße! Was ist denn da passiert? Oh, warte, jetzt muss ich doch mal schnell. Hab ich da aus Versehen Kaki reingeworfen? Das kann sein. Holy shit. Get off my lawn! So. So. Ich glaube, das ist nämlich wichtig, damit es überhaupt hier funktioniert. Zweimal so schnell wachsen und das hier ist... immer maximalen Ertrag erbringen. Oh ja, sehr schön. So, die bringen wir aber jetzt mal in die Raffinerie hier. Strahlend Erz.
Guck mal, Meatsplots müssen wir reinwerfen. Dann haben wir mehr Einheiten. Ja, wir brauchen Meatsplots. Meats. Meatsplots und Geld. Komm, wir müssen schneller essen. Das geht so nicht. Da was ein Netz dran machen oder so. Das gab's doch auch. So, dann können die nicht immer direkt raus. Alter, das Party. Jo. Da kann das sein, dass die auch kaputt gehen können. Egal, schmeißen wir jetzt alles unten rein. Vielleicht außer die Phosphor-Dinger. Ich hätte noch... machen wir das hier... Machen wir daraus Geld. Dann können wir einen besseren Tank bauen. Tankbooster. Yeah! Jetpack. Aber haben wir schon auf Stufe 1? Ah, nee, haben wir noch nicht. Okay, jetzt haben wir wenigstens mehr Platz. Mehr Platz, wie das duftet. Voll dufte. Ja, es kann ja erstmal alles wachsen. Das kann ja dann abfallen, wenn es voll ist. Achso, es war ein Teerslime. Er ist zerfallen. Hat sich ausgeteert, mein Freund. Jetzt bringen wir erstmal die Farmen aufs Maximum. Immer richtig schön sammeln. Möhren, Pogo-Früchte. Oh, eine Quadrofrucht. Ja, die brauchen wir auch. Ne, das nehmen wir nicht mit. Ich mach jetzt, wir sind auf Fruchtexkursion. Nein, ich wollen wir nicht. Komm, wir können ja auch mal die eine Zone aufdecken. Ah ja. Guck mal, jetzt haben wir sogar alle Früchte. Ah. Die Hühnchen wollte ich jetzt nicht sammeln. Aber viel Geld ist da nie drin. Warum sagt er denn immer Geld? Aber das ist dann gar nichts. Vielleicht waren da 125 drin. Das war ja schon echt wenig. Guck mal, 30, nicht 40. Oh, der sieht ja schon toll aus. Okay, das hat sich erledigt mit toll aussehen. So, die Karotten sind voll. Jetzt gehen wir hier lang. Aha. Genau so. Genau so will ich sehen. Pogofrucht, die... Pogofruchtorama. Meat Slime Canyon. Nie zu schleim. Das ist der, aber irgendwo gibt's ja...
Prozess hier. Warte, wir gucken erstmal hier. Klar, die Karotten können wir jetzt da reinwerfen, weil eigentlich ist das ja super Billo. Los, platze, platze! Es gibt ja Leute, die mästen ihre Frauen, bis sie platzen, oder Männer. Ja! Na toll. Hui! So, und jetzt? Ah. Ja, da können wir die Säule wegmachen. Boah, guck mal, jetzt seht ihr das mal. Boah, genauso Geräusch hat es nämlich gemacht. Ne? Alter, jetzt haben wir da noch ein Portal zu der Insel. Aber das ist noch nicht unser Ziel. Oh Gott, Terra-Invasion. Oh, guck mal da. Nein, Mizi! Ich rette dich! Ja, Mizi, ich hab dich gerettet! Ich bin der Held. Der einzige... Oh, Alter, hier ist alles voll. Okay. Da gehen wir jetzt nicht durch. Ich ahne Schreckliches, das uns erwarten könnte. So, irgendwo finden wir doch hier bestimmt. Aha. Da war's. Wusch. Oh, eine Raffinerie ist da. Genau, die hatten wir gefunden. Ah, Quadrobären. Tja, sehr viele haben wir davon aber nicht gefunden. Was wir auf jeden Fall brauchen sind neue Möhrchen. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Aber wir nehmen auf jeden Fall noch ein paar Möhrchen mit. Tu mal lieber die Möhrchen, Mizi. Tu mal lieber die Schweineöhrchen. Ah ja, siehst, ich habe gehofft, dass es noch Pogofrucht ist. Disco Pogo! Oh, ist voll. Tja, das ist blöd. Dann lassen wir die mal dran. Dann zurück zu unserem Perimeter-Verteidigungsring. Yeah. Yeah. Tatsächlich maximale Ausbeute. Guck mal, da ist noch normaler drin. Keine Sorge, ihr kriegt ja auch Essen. So, und noch ein paar Möhrchen. Ja, tatsächlich kommen wir mit weniger Möhrchen zurück, aber die haben ja noch genug. Alter, Hühnchen-Dilemma. Okay, machen wir nochmal Kohle. Dann hier.
Alter, 44! Ist ja egal, wie sehr der Preis fällt. Es geht einfach ums... Ich will Geld haben. Ja, vielleicht müssen wir die doch noch pimpen. Jo, wir werden jetzt auf jeden Fall reich. Ach nee, wir haben ja noch mehr Platz. Das habe ich total vergessen. Äh, 33 abwärts. Honig. Oh ja. So, das Ding ist, wir sind ja hier eigentlich ziemlich gut aufgestellt und haben alles gebaut. Dann, was machen wir denn auf? Den? Den oder den? Ich würde sagen, wir machen erst den hier auf, ne? Obwohl ich ja immer hier bin, ist das hier wahrscheinlich die bessere Lösung. Alter, voll der Umweg, oder? Schade, dass... Also das finde ich schade, dass sie das nicht geändert haben wie beim ersten... dass es genauso ist wie beim ersten Teil. Also ich hatte mir gewünscht, dass wir das selber bauen können. Aber das Vorgegebene ist schon ein bisschen schade. Gut, dann machen wir jetzt mal hier einen an. Dann machen wir direkt doppelt hoch, ne? So, falls wir einen finden, dann ist das schon mal da. Obwohl ich ja eigentlich am besten hier die Früchte hin mache. Das ist jetzt am besten hier die Farmen hin. Und die, das hat jetzt auch Geld gekostet. Super, das habe ich sehr gut gemacht. Also wir bauen hier die Farmen hin. Das sind nicht genug, aber es sind 5. Und dann haben wir das Problem nämlich damit gelöst. Da können wir noch 3 oder 4 Farmen quasi für die Lappen hier hinbauen. Wo wir sie besser im Blick haben. Was werden weniger, ne? Also bei denen kann man sich echt nicht beschweren. Die sind so dick. Die gehen nirgendwo mehr hin. So. Das hat sich erledigt. Ich glaube, wir können noch ein paar Miezis da reinmachen. Meine Güte. Man hört die Musik leider nicht. Aber beruhigt die netten Superspringer noch ein bisschen. Die haben Hühner, weil die rumgekickt werden. Es sind eigentlich schon genug Hasen. Aber wir haben nie genug. Wir müssen ja nur ein paar Hasis da reinwerfen und schon ist das Ding geklärt. Hasi-Schleims. Da sind noch ein paar Hasi-Schleims. Hä? Da. 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 Ach komm. Davon haben wir genug auf jeden Fall. So, dann zurück. 5 Stück sollte reichen, aber ich glaube, die werden trotzdem rausspringen können. Wollen, müssen, wollen. Ja, also ich bin schon dafür, dass wir die... Wir machen jetzt nochmal richtig Asche. Dann reißen wir die Farmen ab und bauen die nach hinten. Wir bauen erst neue auf, bevor wir die alten abreißen.
Ach, jetzt hört man die Musik. Bla 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 bla. Wir müssen auf jeden Fall ein Netz drauf machen. Alter, guck mal. So, jetzt Kohle machen. Guck mal, wie sie sich freuen. Ah. Sehr schön. Gut, das muss doch. Das lädt sich irgendwie so ein bisschen auf, ne? Also, es kann schon kaputt gehen. Also, ein Autofeeder könnten wir eigentlich auch mal reinmachen. Aber wir warten erstmal, bis das alles aufgemampft ist und dann machen wir den Autofeeder. Die armen Hühner. Komm, wir gucken mal, wer euch noch mag. Die anscheinend nicht. Komm, ich könnte so ein paar Hühnchen mal hier leben lassen. Ein glückliches Leben. Ja, ich weiß ja nicht, vielleicht leben die ja hier und verbreiten sich. Ja, da ist Todeszone. Ist runtergerollt. Die Treppe runtergerollt, wie niedlich. So. Sehr schön. Okay, liebe Leute, dann muss ich jetzt hier aufhören. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge bei Schleimus Ranchus. Ihr seid die Besten und bis dahin wie immer. Haut rein, Leute.